Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, Marcel von der Games, und wir spielen weiter Hogwarts Legacy. So, die liebe Poppy will sich mit uns treffen in der großen Halle in Hogwarts. Und ja, ich würde sagen, wir treffen uns mit dir und... Manche Tage sind schwieriger als andere. Sprech mit dir! Nati, ist alles in Ordnung? Manchmal verdränge ich die Abwesenheit meines Vaters. Und finde für ein, zwei Tage Frieden. Aber jetzt gerade nicht. Ich vermisse ihn. Vermisse es, mit ihm zu laufen. Vermisse das Matabeleland. Er sollte noch hier sein. Und ich bin schuld, dass er es nicht ist. Tut mir leid, Nati. Ich wünschte, ich könnte irgendwie helfen. Du hast so viel getan. Tatsächlich sind viele meiner guten Tage nur deinetwegen gut. Die schlimmen Tage allerdings. Ich würde mich weniger hilflos fühlen, wenn ich Harlow und dem Rest von Rookwoods Bande wirklich ein Ende setzen könnte. Mit jedem Tag auf freiem Fuß richten sie mehr Schaden an und lassen Menschen wie Archie Bickle die Konsequenzen spüren. Das stimmt, Nati. Wir kriegen sie. Ich habe noch nie erlebt, wie sich jemand so sehr für etwas einsetzt. Danke. Wir werden sie bestimmt kriegen. Angefangen bei Harlow. Danke, dass du mit mir gesprochen hast. Das war sehr hilfreich. Okay, das war ein kurzes Gespräch zwischendurch und jetzt würde ich sagen, wir machen die Quest hier, der Zentaur und die Steine. Poppy, trifft Poppy bei der Höhle in der Nähe von Irondale. Okay, Irondale ist, ich glaube, ziemlich in Osten. War das nicht in Osten? Nee, das war nicht in Osten, das war hier. Hier haben wir auch noch einige an Quests, die wir machen können. Okay, ich würde sagen, wir machen mal Irondale heute. Mal schauen. Erstmal treffen wir mal Poppy. So, Poppy müsste ungefähr da sein. Schwer zu sagen, was mich da drin erwarten wird. Du bist hier. Na klar. Du hast aufgerufen. Das bedeutet wohl, du hattest Glück in der Bibliothek? Es hat einige Stunden und viele unleserliche Karten gebraucht, aber ich glaube, das ist die Höhle, von der Doran sprach. Beeindruckend. Vor allem, wenn man bedenkt, wie wenig er uns gesagt hat. Ganz sicher bin ich immer noch nicht, aber diese passte am besten. Ich habe Geschichten über eine Höhle in der Gegend gefunden, die Leute meiden. Das schien mir ein ideales Versteck für etwas Wertvolles zu sein. Es ist vielleicht weit hergeholt, aber könnte ein geheimnisvoller Gegenstand wie der Mondstein nicht in einer ebenso geheimnisvollen Höhle versteckt sein? Ich klammere mich an jeden Anhaltspunkt. Wenn wir schon mal hier sind, können wir uns auch umsehen. Das stimmt. Okay. Ob man wohl erblindet, wenn man direkt auf einen Mondstein blickt? Dann wollen wir da mal rein. Der Mondsteingarten ruft nach uns. Eine weitere Hülle aus dem Hogwarts-Universum. Okay, hier können wir was tun. Du glaubst die Gerüchte über die Höhle doch nicht, oder? Wir finden es wohl heraus, was? Revelio. Bombarda. So, ein bisschen Geld nehmen wir mal mit hier. So, hier haben wir auch nochmal was. Kann man da nach oben? Oh, Alter, was ist das? Pampada! Kurzio! Gefinde! Adesso im Moment! Habe ich mich gerade auch gefragt. Was ist denn mit dem los? So, hier können wir mal was sprengen. Bombarda. Okay. Revelio. Das
das hier müssten wir mal ziehen. Ja, ich glaube, ich muss das hier nochmal drauflegen. Und zwar legen wir mal den Pulso mal drauf. Der Pulso! Nicht? Nicht der Pulso? Ach, hier brauchen wir diese Leuchterdinger. Wie heißen die denn nochmal? Noch eins. Okay, hier oben war irgendwo ein Schatz. Wo soll ich denn nach hoch? Vingadium Leviosa. Nee, das schaffen wir nicht. Okay, das ist wirklich interessant. Vielleicht müssen wir erstmal weitergehen. Dann gucken wir mal. Ach, hier. Wie bitte? So müssen die Gerüchte über die Höhle begonnen haben. Revelio. Supergesang soll alle, die ihn hören, in den Wahnsinn treiben. Akio! Wenn der Mondstein hier ist und die Fupa auch, frage ich mich, ob er beschützt wird. Hm. Das ist eine gute Frage. Ich weiß gar nicht, was hier los ist. Kommen wir da jetzt in diese Richtung? Okay, hier können wir jetzt. Und da. Ach, hier. Aber warte mal, hier ist ja noch einer. Einmal den. Hier ist dieses Zeichen. Ah, okay. Wir brauchen einmal den und dann brauchen wir wahrscheinlich. Moment. Der und der. Okay. Ach hier. So, Alright, ich verstehe. So, warte mal, dann können wir ja erstmal den hier nehmen. Lumos! Mit dem können wir jetzt mal nach hinten laufen. Das war das Rätsel quasi. Hey, wo ist er? Lumos! Wieder weg. Oh nein! Okay, der ist weg. Das ist nicht so geil. Warum bin ich nicht überrascht? Erst die Fupa und jetzt das. Ah, ich hätte das dahin pflanzen. Oh Mann, ich bin zu blöd. Okay, egal. Wir machen das mal weiter. Der hier. Ich denke, wir sollten Motten finden. Ein Fuß vor den anderen, so leise wie möglich. Akio. So, warte mal. Das. Das und das. Lumos! Lumos! Hä? Hier sind schon welche? Okay, der ist wieder da. Vielleicht helfen uns die Runen an den Wänden, die Motten zu finden. Ich bin
würde mal interessieren, wo denn die andere Motte jetzt ist. Wo ist die blöde Motte jetzt hin? Lumos! Akio! Die eine Motte, die ich vorhin hatte, die ist einfach mal jetzt weg. Okay, ist egal, wir lassen es mal so. Ach, die muss dahin, okay. Jetzt verstehe ich das. Dann Lumos. Und bringen wir die einmal dahin, bitte. Okay, soll ich jetzt die Pulse machen? Ach, komm on. So, jetzt kommen wir weiter. Noch ein Hindernis. Egal. Ich bin sicher, wir finden einen Weg hinüber. Okay, hier fehlt noch einer. Da fehlt auch noch einer. Ich weiß nicht, ob wir die jetzt mitnehmen können. So, hier ist eins. Kann ich hier jetzt eine nehmen? Lumos! Lumos! Okay, das geht. Eine haben wir. Was soll man das denn machen, ey? Oh, schneller! Es ist wunderschön. Ja, wir haben die. Jetzt einmal da einsetzen. Okay, moin, hallo. Ich hatte gehofft, wir müssten das nicht nochmal tun. Es geht. Okay. Hier war noch was. Nein, nein, nein. Erstmal weitergehen. Sieh mal, dort wo das Wasser brodelt. Seltsam. Schauen wir uns das näher an? Ganz deiner Meinung. Oh
ein bisschen tauchen, bitte. Mein Gott, schon noch schneller, mein Freund. Bei Merlin. Aus der Nähe ist es noch schöner. Rebellion. Hier sind wir richtig. Ich bin ganz sicher. Kann ich da runter? Dann bin ich wahrscheinlich... Ah, muss ich wieder drumherum laufen. Wäre ja ein bisschen blöde. Dem, was Fupa anrichten können, hätte ich nie gedacht, dass ich mich freue, so viele zu sehen. Bombarda! Also, ich weiß ja nicht. Ich höre ihn jetzt eine Weile zu und verliere langsam den Verstand. Sehr lustig. Ich dachte, dass das beweist, dass die Wilderer noch nicht hier waren, falls der Mondstein hier sein sollte. Das heißt, wir sind ihnen einen Schritt voraus. So, wir haben, was wir wollten. Bringen wir ihn zum Steinkreis. Gut gemacht, Poppy. Das war also tatsächlich die richtige Höhle. Zum Glück. Wir brauchen jeden Vorteil, wenn wir die Schnatzer vor den Wilderern erreichen wollen. Wir sollten Dorans Vorschlag folgen und den Mondstein zum Steinkreis bringen. Gehen wir? Ja. Wir sollten es bis Einbruch der Dunkelheit schaffen. Der Steinkreis. Genau an dem Ort, den Doran uns genannt hat. Aber jetzt weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Wir wussten, dass es hier um den Mondstein geht. Aber Doran sagte nicht, was passiert, wenn wir ihn in den Steinkreis legen. Ich glaube nicht, dass uns Doran wissentlich in Gefahr bringen würde. Du hast recht. Ich mache mir sicher unnötig Sorgen. Los, lass uns weitergehen. Wir haben es fast geschafft. Ich glaube, es ist da drüben. Oh. Oh nein! Übrigens, wie geht's deiner Oma? Oma kann nichts erschüttern. Sie hat einen Katzenjammerzauber gewirkt und gedroht, jeden Wilderer lebendig zu häuten, der auf ihrer Schwelle auftaucht. Ich fühle mich immer noch schrecklich, dass sie wegen mir gekommen sind. Sie ist bestimmt froh, dass du dich um die Schnatzer kümmerst. Das hoffe ich. Oma weiß, wie wichtig es ist, die zu beschützen, die Schutz brauchen. Ja, wenn ich nur noch wüsste, wie ich da jetzt hochkomme. Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh ja, es geht. Es geht, es geht. Ich weiß gar nicht, wo ich bin. Wo bin ich denn hier gerade? Ach, keine Karte, okay. Wo der Mondstein hingehört. Das war ein Mondkalbtanz. Weißt du, wie selten man so etwas zu Gesicht bekommt? So etwas passiert nur bei Vollmond. Obwohl da dieses Mal vermutlich der Mondstein nachgeholfen hat. Ist es normal, dass sie ein Muster auf dem Boden hinterlassen? Das ist Teil des Tanzes. Das Muster ist allerdings immer anders. Wir sollten es aufzeichnen, um es besser verstehen zu können. Kann's kaum erwarten, Oma zu erzählen, dass ich jetzt schon 2 Mondkalbtänze gesehen habe. Sie wird platzen vor Neid. Du hast das schon mal erlebt? Das erste Mal war reines Glück. Ich saß auf Wolkenschwinge, sonst hätte ich es nie gesehen. Es war die Nacht... Nun, die Nacht, in der ich Wolkenschwinge begegnet bin. Ich wüsste gern, woher du Wolkenschwinge kennst. Tatsächlich möchte ich, dass du es weißt. Vor etwa 5 Jahren wurde Wolkenschwinge von Wilderern gefangen. Zuerst wollten sie sie verkaufen, aber dann entschieden sie sich dazu, sie zu töten. War wohl profitabler. Ich konnte es nicht mehr ertragen. Ich habe Wolkenschwinge befreit und wir sind geflohen. Wir flogen ewig, bis ich tanzende Mondkälber entdeckte und wir bei ihnen landeten. Für mich war es ein gutes Omen.
Ein Zeichen, dass das Schlimmste vorüber war. Wie meinst du, dass du hättest genug und das Schlimmste wäre vorbei? Du musst wissen, als ich Wolkenschwinge befreite, lief ich von zu Hause davon. Aus einem Wildererlager. Ich stamme aus einer Wildererfamilie. Merlin, ich weiß nicht, was ich sagen soll, Poppy. Das muss schrecklich für dich gewesen sein. Ich fühlte mich nie wohl. Je älter ich wurde, desto offensichtlicher wurde es. Oma hat jahrelang versucht, mich von meinen Eltern zu sich zu holen. Als ich dann mit Wolkenschwinge geflohen bin, bin ich natürlich direkt zu ihr geflogen. Wie mutig. Ich bin froh, dass du entkommen bist. Ich auch. Als ich klein war, gab es so viele Kreaturen, denen ich nicht helfen konnte. Das soll sich jetzt ändern. Nach dem, was ich gesehen habe, bist du auf dem richtigen Weg. Ich hatte ja auch Hilfe. Ich habe noch nie davon erzählt, aber ich bin froh, dass du es weißt. Es ist schön, jemanden zum Reden zu haben. Wie war es, in einer Wildererfamilie aufzuwachsen? Ich erinnere mich vor allem, dass wir ständig umhergezogen sind. Immer der nächsten Trophäe hinterher. Es war chaotisch und gefährlich und keine richtige Umgebung für ein Kind. Wissen deine Eltern, was du jetzt tust? Zum Beispiel diesen Drachen aus dem Kampfring zu retten? Wir sprechen nicht miteinander. Zumindest sprechen sie nicht mit mir. Zuletzt waren sie in Borneo, um dort ihr Glück mit Akromantulas zu versuchen. Ich wäre allerdings nicht überrascht, wenn sie davon erfahren haben. Manchmal wünschte ich, dass dem so ist. Jetzt, da ich älter bin, würde ich gerne mit ihnen reden. Sie zur Vernunft bringen. Aber ich befürchte leider, das würde auch nichts helfen. Da waren so viele Wilderer in dem Zelt. Warst du nicht besorgt, dass dich jemand erkennen könnte? Wilderer sind Nomaden. Und die meisten in diesem Gebiet haben mich noch nie gesehen. Aber irgendeiner von ihnen muss mich ja erkannt haben. So sind sie auf Oma gekommen. Danke, dass du es mir sagst. Wir sollten zurück zu Doran. Er muss das Symbol sehen. Und wir müssen gegen die Wilderer vorgehen. Wenn du den Mondstein holst, kann ich für Doran eine Skizze des Symbols anfertigen. Bist du mit der Zeichnung fertig? Gerade so. Ich glaube, das Muster ist ein Vogel. Sieht jedenfalls so aus. Stand im Tagebuch nicht. Der Schlüssel zu den Schnatzern, sei das Mondlicht? Natürlich, das ist es. Das müssen wir Doran zeigen. Obwohl ich nicht weiß, wo er um diese Uhrzeit ist. Vielleicht sollten wir zum Schloss zurück. Wir können ihn suchen, wenn wir uns ausgeruht haben. Na gut, ich bin bereit, wenn du es bist. Okay, Freunde, so, das war die Geschichte um den Mondstein. Ja, ganz nice. Ich würde aber gerne noch weitermachen. So, wir gucken nochmal hier in Hogwarts. Ich glaube, da wo wir sind, müsste auch noch etwas sein. Hallo? So, wir haben hier noch was. Unterrichtsstunde für Zauberei. Okay. Hier haben wir, glaube ich, gar nichts. Aber hier sind ja zwei. Also einmal hier. Einmal habe ich hier was. Okay, ja, dann würde ich sagen, wir machen mal schön den Unterricht. Wie ich schon sagte, ich kann einen verwandeln. Ich habe es gesehen. Ich meine, wenn wir ja schon hier sind, dann können wir doch da kurz mal hin.
Heute behandeln wir ein wahrhaft spannendes Ereignis. Den Koboldaufstand von 1752 mit all seinen Triumphen und Tragödien. Aber vor allem werden wir uns mit den verheerenden Folgen für die Zauberei-Mühlenindustrie befassen. Während der vielen Koboldschlachten gingen unzählige Zauberumhänge verloren. Ja, tatsächlich wissen wir, wie viele genau. 632. Doch Geschichte geschieht außerhalb des Klassenzimmers. Und schon ist es Zeit für meinen Spaziergang. Man kann die Geschichte, die durch Hogwarts fließt, praktisch aufsaugen. Ich glaube, der Professor will, dass wir ihm folgen. Und jetzt begeben wir uns zur Eingangshalle des Glockenturms. Sie wurde gemeinsam mit dem Rest des Schlosses im späten Mittelalter fertiggestellt. Die Halle sowie die Glockentürme darüber sind mit einer Vielzahl interessanter Artefakte ausgestattet. Oh mein Gott. Schön, Sie wiederzusehen. Haben Sie sich von diesen lästigen Drachenpocken erholt? Das war nicht ich, Professor. Ich bin neu hier. Tatsächlich? Nun denn, willkommen. Zweifelsohne erwarten Sie bereits voller Spannung meine Analyse der diversen Zaubererräte, Kodizes, Statuten und natürlich der Koboldaufstände. Nicht alle Kobolde sind aufrührerisch. Einige wagen sich in die Zaubererpolitik, wie Irgit, der Hässliche. Andere sind talentierte Handwerker, wie Brackbor, der Prahler. Sagten Sie Brackbor? Ich glaube, den Namen kenne ich. Wohl bekannt für seine Metallarbeit. Ich könnte mir denken, viel von seinem geschmiedeten Eisen und Silber ist bis heute erhalten. Oh, natürlich. Lodgok meinte, er wäre ein Vorfahre von Ranrok. Wo waren wir? Oh, ja. Zurück zu unserem Thema. Grimbald Weft. Eine weitere nennenswerte historische Figur. Er ist ganz in der Nähe. Interessierte Schüler können ihn hier in der Eingangshalle des Glockenturms. Rebellion. Ich empfehle wärmstens, dass alle Schüler sich mit ihm. Dieser Grimbald Weft. Ah, ich sehe, Sie haben Grimbald Weft gefunden. Ja. Es hat Spaß gemacht, ihn zu suchen. Der Nervenkitzel akademischer Unterfangen. Ich kenne das Gefühl nur zu gut. Wenden wir uns nun der einnehmenden Persönlichkeit und allgemeinen Gutmütigkeit von Sir F. Puddle zu. Er ist auch in der Nähe. Sehen Sie, was Sie von ihm für die nächste Aufgabe erfahren. Ein Gefolge treuer Ritter leistet seine ewige symbolische Wache über den Glockenturm. Revelium. Statuen von Rittern. Nur damit Sie mich recht. Sir Staggelthorpe, der Achtlose, spielte eins gegen einen Bergtroll Reisen nach Jerusalem. Von der heiteren Miene unter den Riegen der Ritter erblicken. Er hat seine Ruhm weder durch seine Duellierung. Und seine heitere Art ihn unter alten Freunden und Neuzugängen beliebt machten. Ich empfehle jedem Bekanntschaft mit der winkenden Stadt. Revelio. Dieser unscheinbare Fleck soll der Ort sein, an dem der erste erfolgreiche Einsatz von Bombarden.
Ich schätze, erfolgreich ist hier relativ, denn wer immer das war, ist nicht mehr am Leben. In all den Jahrhunderten von Hogwarts Bestehen ist es nicht einmal zusammengestürzt. Revelio. Hogwarts trotzt den unaufhaltsamen. Ich finde diese Karte einfach nicht. Vielleicht bewundere ich es deswegen so sehr. Adlig hier rum. Sir Efferle, ein jahrhundertealtes Abbild von Pangor Don. Furchtloser Mäusejäger und hingebungsvoller Lerngewinn. Revelio. Okay, hier ist sie auch nicht. Oh mein Gott, was für ein nerviger... Schüler beschweren sich oft über die vielen Treppen. Professor Binz, ich habe Sir F. Puddles Statue entdeckt. Sehr gut. Leider war Sir F. Puddles Freundlichkeit sein Verhängnis. Er starb bei dem Versuch, sich mit einem Basilisken anzufreunden. Augen, er war so beliebt, dass selbst ein... Das kam bei den anderen Kobolden. Kobolde und Zauberer werden einander nie trauen. Ja, es braucht einen Kessel, um einen Kitzpurfel aufzuziehen, wie man sagt. Die Geschichte pflegt sich zu wiederholen. Sie ist eine Reihe von Mustern, was sowohl beruhigend als auch beunruhigend ist. Kluge Schüler wie Sie werden daraus lernen. Geschichte wird von denen geschrieben, die ihr. Okay, also dieses. Machen, sagt man. Diese ganze Unterrichtsstunde hier war echt, echt, echt schlecht. Also, es war einer von den Quests, wo ich sage: Ey, lass es lieber, ehrlich. Macht es nicht. Okay, dann würde ich sagen: Wir machen in der. Komm, gehen wir nochmal da rein. Hallo, Homura. Gehen wir mal da rein. Nochmal, was hier ist. Wir gucken nochmal, was hier ist. Eine Handbuchseite auf jeden Fall. Und ansonsten einfach nur ein Durchgang. Oh mein Gott, das ist ja... Okay, machen wir mal das auf. Revelio. Okay, hier ist auch nichts. Gut. So, Freunde, dann würde ich sagen, wir machen die nächste Episode weiter. Wir schauen nochmal kurz in die Aufträge. Schlüssel. Da ist die Grenze. Okay. Ja, wir können theoretisch die Hauptquest mal weitermachen. Ja, warum eigentlich nicht? Wobei, ich habe nämlich auch gesehen, wir haben auf der Karte hier noch ein paar Nebenquests in der Welt. Gucken wir mal hier in Hogwarts. Oh, hier ist auch mal was. Ende gut, alles gut. Okay, das können wir theoretisch mal machen. Und dann haben wir nochmal, also hier unten habe ich noch was gesehen. Genau, hier haben wir nochmal Quests. In Irondale. So, gehen wir das mal hier kurz durch. So, hier sind auch nochmal Quests. In
wie heißt das hier? Book Row? Book Row oder sowas? Okay, also auf jeden Fall hier haben wir auch nochmal Quests. Die können wir auch nochmal machen. Okay. Also ein bisschen Quests haben wir hier noch. Dann würde ich sagen, wir machen erstmal diese Nebenquests. Da haben wir das schon mal hier erledigt. Ansonsten. Spinnenhülle. Ja, okay. Schade, dass er das nicht alles abhackt, wenn man das erledigt hat. Also ich meine Trollversteck, okay. Nur irgendwelche Camps werden abgehakt. Was haben wir denn hier eigentlich gehabt? Kampfarena der dunklen Künste, okay. Ja. Gut, ich würde sagen, wir machen einfach mal später den Nebenquest, machen wir erstmal die Hauptquest vielleicht nochmal weiter. Okay, wir gucken mal. In der nächsten Episode geht es dann weiter. In diesem Sinne, danke euch, haut rein und bis zum nächsten Mal.